Das Thema, das ich jetzt gewählt habe zum Vortrag, ist die Frau im Koran und in der Bibel ein Vergleich. Und man sollte sich immer vorher fragen, warum redet man über ein spezielles Thema? Und ich rede über dieses Thema, weil gerade die Rolle der Frau im Islam, beziehungsweise die Rolle der Frau im Koran, sozusagen das Streitross der Islamophoben, Islamhasser ist, um gegen den Islam zu hetzen. Seit mehreren Jahrzehnten, nicht erst seit dem 11. September sondern nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, das heißt nach dem Zerfall der Sowjetunion, wird ständig immer wieder vehement gegen den Islam gehetzt. Und insbesondere ist hier ein Hauptangriffspunkt die Rolle der Frau im Islam. Und man fragt sich natürlich, warum wird darüber geredet? Warum lässt man keine praktizierende Muslimin sprechen? Und falls heute Nicht-Muslime hier sind, so gebe ich den Nicht-Muslimen den Tipp, es gibt heute genügend praktizierende Muslimen hier mit Kopftuch, die bösen, die armen Geschöpfe, die ja so unterdrückt sind, und man kann sie fragen. Fragen Sie nicht Angela Merkel, wie sich die muslimische Frau fühlt. Fragen Sie nicht Necla Kelek, weil er ist keine Muslimin, sondern eine Pseudomuslimin. Fragen Sie eine praktizierende Muslimin, wie sich die Muslimin fühlt. Und nicht irgendeine CDU-Politikerin, die in Niedersachsen Ministerin wird und daraufhin versucht, irgendeinen Blödsinn über den Islam zu erzählen. Sondern fragen Sie eine praktizierende Muslimin. Das als erstes. Und dann fragt man sich natürlich, warum diese ganze Hetze? Warum dieses ganze Theater? Und ich kann da nur das erwähnen, was von einigen linken Kreisen auch gesagt wird. Die sagen, diese Hetze wird auch benutzt, um Kriege zu rechtfertigen. Wie beispielsweise der Afghanistan-Einsatz, wo deutsche Soldaten verheizt werden, im wahrsten Sinne des Wortes in die Hölle geschickt werden, ja? Und denen wird da eingeredet, sie würden dort für Menschenrechte kämpfen oder sie würden dort für eine humanitäre Hilfe leisten. Nein, das ist alles Volksverdummung, ist das. Das, worum es dort geht, ist der imperialistischen Macht, den Rohstoffimperialismus der Amerikaner zu unterstützen. Darum geht es in diesen Kriegen wie in Irak und wie Afghanistan. Und das ist ein ganz klarer Fall, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Ja? Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren, das ist jedem klar, der nur einen Millimeter weit denken kann. Die Sicherheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt. Wenn du so einen Blödsinn hörst, die wird nicht am Hindukusch verteidigt, die wird am Hindukusch riskiert. Und so ein Schwachsinn wird der deutschen Bevölkerung vorgeführt. Und dann wird erzählt, ja, wir wollen ja eine humanitäre Hilfe leisten, guck dir mal an, die armen Frauen. Subhanallah, jedes Jahr nehmen Tausende von Frauen den Islam an. Im Westen, wer hat die gezwungen, den Islam anzunehmen? Subhanallah, die Schwester, die heute die Veranstaltung gemacht hat, seine Schwester ist kein Mann. Aber so wird es dargestellt, dass ja die armen Frauen eigentlich mit der Religion gar nichts zu tun haben. Hier, man kann sich hier umschauen, bei jedem Vortrag, zu dem ich einlade, zu jedem Vortrag, zu dem ich fahre, kommen so viele Frauen. Ungefähr genauso viele wie Männer, obwohl die Frauen teilweise auch schwere Arbeit zu Hause haben und aufgrund der Kinder dann auch nicht zu diesen Vorträgen kommen können. Wie viele Frauen haben wir, die sich im Internet die Vorträge angucken? Warum? Weil die zu ihrer Religion stehen. Aber es soll den Menschen eingeredet werden, die wollen das ja eigentlich alles gar nicht. Die wollen ja auch lieber mit der Mode rumlaufen, Ausschnitt bis zum Knie und Saum bis zum Kinn. Ja? Diese, was weiß ich hier, komische Mode. Das ist der Punkt. Und das Zweite ist, hier wird jetzt so gegen, es wird auch hier gehetzt, in Europa. Man braucht sich nur die Internetseiten anzugucken. Und das Ziel davon ist ganz klar, den Muslimen das Leben schwer zu machen. Man ist davon ausgegangen, dass die Muslime sich so entwickeln werden wie in Südamerika. Nach einer Zeit werden sie den Islam aufgeben und dann haben sie sowieso mit dem Islam zu tun. Tausende Muslime sind dorthin ausgewandert und kaum einer ist übrig geblieben. Aber hier ist die Tendenz in die andere Richtung gegangen. Hier,
laut Frankfurter Allgemeine 2007, März 2007, haben im Jahre 2004 1000 Menschen in Deutschland den Islam angenommen. Im Jahre 2004 4000 Menschen. Im Jahre 2005 4000 Menschen. Im Jahre 2006 14000 Menschen, laut Frankfurter Allgemeine. Und Tendenz steigend. Und wir sehen jeden Tag Leute, die zum Islam zurückkehren. Und jeder Muslim, jeder Nicht-Muslim, der den Islam annimmt, für ihn kommen meiner Meinung nach schätzungsweise 10 Muslime, gebürtige Muslime, die anfangen, die Religion wieder richtig zu praktizieren. Und möge Allah jeden einzelnen Muslim in diesem Land zu dieser Religion zurückführen. Und möge Allah uns zu denjenigen machen, die diese Religion zur Religion Nummer 1 in diesem Land machen. Das ist unser Ziel. Und ganz klar, wir nehmen kein Blatt vom Mund. Wir sind keine Religion des Terrors, weil wir der Meinung sind, weil wir überzeugt sind, dass das nicht die islamische Botschaft ist. Aber wir sagen ganz klar, der Islam ist der einzig wahre Weg zu Gott und jeder andere Weg führt in die Hölle. Punkt. Wenn es einem nicht gefällt, eben gab es welche, die haben sich beschwert, die haben gesagt, sie wollen sich nicht überzeugen lassen, ist kein Problem. Dann sind sie auf der falschen Veranstaltung. Ganz einfach. Interessenkonflikt. Du willst gerne Friede, Freude, Eierkuchen hören oder du willst gerne hören, ja, wir Muslime, es tut uns leid, wir müssen uns integrieren, wir müssen die deutsche Sprache lernen. Alhamdulillah, ich bin der deutschen Sprache mächtig, ich habe mich schon integriert, Alhamdulillah. Vogel ist mein Name, falls es jemand entgangen ist. Das heißt, diesen Schuh ziehen wir uns gar nicht an. Ja? Und da sehen wir jetzt die Entwicklung. Und ich sage euch eins, wir haben damals angefangen, das erste Video, was ich gemacht habe, was in Massen verteilt wurde, war das Video, warum trägt die muslimische Frau Kopftuch? Warum? Weil zur damaligen Zeit, das war im Jahre 2005, kurz vorher, ist Frau Merkel sozusagen an die Macht gekommen, gab es diese Diskussion in Deutschland, Kopftuchverbot und so weiter. Und wir haben gesagt, dass diese Leute ein Ziel haben. Wie können sie das Kopftuch verbieten? Indem sie so tun, als wenn das Kopftuch nicht von der Religion, nichts mit der Religion zu tun habe. Ja, weil solange es etwas mit der Religion zu tun hat, wäre das eine Beschränkung der individuellen Religionsfreiheit. Deswegen hat man irgendwelche Munafikun, irgendwelche Heuchler gebracht, die sich Muslime nennen, wie zum Beispiel Nejla, Kelek und Co. Original, die sagt original noch, sie ist Muslimin, Achi. Die macht einen Vortrag, die erzählt, ja, Koran ist ein historisches Dokument, ich bete nicht, ich faste nicht, ja, ich habe noch nie Ramadan mitgemacht und eigentlich die Sachen muss man noch eigentlich gar nicht machen und ja, aber ich glaube an Gott, ich bin aber Muslimin. Was für eine Muslimin? Achi, was für eine Muslimin? Der Papst ist eher Muslimin als die. Achi, was macht dich zum Muslim, dass du an Gott glaubst? An Gott glauben viele. Die Götzendiener im Amazonas-Regenwald, die glauben auch an Gott. Aber die glauben noch an andere Götter. Was macht dich zum Muslim? Subhanallah, und da muss man ganz klar sagen, laber nicht, erzähle nicht, rede nicht für uns, für unsere Interessen. Wir sind Muslime hier. Wir glauben, dass dieses Buch, dass der Koran die Wahrheit ist. Und nicht nur das, wir glauben, dass alles, was diesem Buch widerspricht, falsch ist. Und dass alles, was diesem Buch widerspricht, ein Weg in die Hölle ist. Ganz klar. Und wem es nicht gefällt, kann nach Hause gehen. So einfach ist das. Ich habe es eben gehört, ja, wir wollen nicht das und wir wollen nicht das und interessiert mich nicht. Ich bin kein Versicherungsvertreter. So, das ist der Punkt. So, und ich sage immer, die beste Verteidigung ist Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn zu uns jemand kommt und sagt, bei euch im Islam, die Frau muss Kopftuch tragen, bei euch im Islam, Erbrecht, bei euch im Islam, dies, das, hin und her. Erstmal, die beste Antwort ist auf jede Frage. Erstmal, ich gebe euch jetzt eine Antwort für jede Frage. Egal, welche Frage zu euch kommt, warum muss die Frau Kopftuch tragen, warum das Erbrecht, warum dieses, warum jenes, warum darf der Mann 4 Frauen heiraten und so weiter und so fort. Ich gebe euch jetzt für jede dieser Fragen eine Antwort, okay? Auf einmal. Ein Satz. Hauptsatz, Nebensatz. So. Weil Allah das im Koran bestimmt hat und das, was Allah bestimmt, ist die Wahrheit. Punkt. Das ist die Antwort auf jede Frage. Falls du irgendwie nicht weiter weißt, hast kein Argument, ist das beste Argument. Was will er jetzt noch sagen? Ja, glaube ich aber nicht, dass das die Wahrheit ist. Ja, ich aber. Ich aber.
Und dann bist du mit ihm, und dann sagst du, hier, guck mal, wissenschaftliche Beweise und so weiter und so fort. Sudlach selbst, haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse war, die wir getrennt haben, und haben aus dem Wasser alles lebendig gemacht. Wer wusste zur damaligen Zeit, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren, dass sie getrennt wurden? Das hat man erst im letzten Jahrhundert rausgefunden. Oder Surah Dhariyat, ja, wo Allah sagt, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Den Himmel haben wir in Kraft aufgebaut, den dehnen wir aus. Edwin Hubble hat im letzten Jahrhundert herausgefunden, dass das Universum sich ausdehnt. Und viele andere Dinge. Und das zeigt, dass es die Wahrheit. Und wenn es die Wahrheit ist, ist egal, ob es dir gefällt oder nicht. Du musst der Wahrheit folgen. Du musst der Wahrheit folgen. Wenn es die Wahrheit ist, musst du der Wahrheit folgen. Egal, ob sie dir gefällt oder nicht. Die Frau hat Wehen bei der Geburt, oder nicht? Die Frau hat Wehen bei der Geburt. Ist das die Wahrheit? Egal, ob sie die haben will oder nicht, die wird sie haben. Natürlich, es gibt jetzt Narkosemittel oder so, aber es wird kommen im Normalfall. Das ist ganz klarer Fall. Du wirst alt werden, oder? Jeder Mensch wird alt. Willst du gerne alt werden? Willst du gerne krank werden? Ja, aber es wird passieren. Jeder wird sterben. Ihr gefällt dir sterben? Du wärst doch viel lieber ewig jung und am liebsten schon im Paradies. Oder aber ist die Realität. Und der Islam ist die Realität. Und das, was Allah im Koran sagt, ist die Realität. Deswegen wollen wir gar nicht großartig rumzudiskutieren. Aber die beste Methode, ja, wenn wir beispielsweise mit Leuten reden über, über Polygamie, über Erbrecht, über Scheidungsrecht und, dass wir ihnen sagen, wir gucken mal bei dir in die Bibel, was da drin steht. Und dann vergleichen wir mal. Ja? Weil zum Beispiel, wenn jemand kommt, beispielsweise mit, und ich bringe die Beispiele jetzt, ja, zum Beispiel Erbrecht, sagt, warum erbt die Schwester nur die Hälfte vom Mann? Die Hälfte vom Bruder? Dann sagen wir, weil Allah das bestimmt hat, was Allah bestimmt ist, die Wahrheit. Bumm. Okay, das war schon mal die Antwort, die ich eben gebracht habe. Aber natürlich gibt es auch Weisheiten, die ich erzählen kann dazu. Ganz einfach. Wollt ihr die Weisheit dahinter wissen? Ganz einfach. Der Mann, der Bruder, der hat alle möglichen finanziellen Verpflichtungen. Und die Frau hat keine finanziellen Verpflichtungen. Und da der Bruder die finanziellen Verpflichtungen hat, das heißt, von dem Geld, was er bekommt, hierhin was geben muss und dahin und seine Frau und seine Mutter und so weiter versorgen muss und die Frau keinerlei dieser Verpflichtung hat, kriegt die Frau die Hälfte vom Mann. Ganz logisch. Das ist genau wie beim Sozialamt, ja, bei der AGE. Ja? Wenn du mehr finanzielle Verpflichtungen hast, du hast zum Beispiel 10 Kinder, kriegst du mehr Sozialhilfe als der, der kein Kind hat, oder? Kennen Sie schon einige mit aus, Hartz IV und so, ne? Ich meine nur, das ist ganz das Logischste von der Welt. Aber bevor ich damit anfange, möchte ich sagen, mein Ziel hier ist nicht, die Bibel zu kritisieren, beziehungsweise die Bibel gering zu sprechen und mich darüber lustig zu machen. In keinster Weise. Sondern ich glaube, dass die Bibel eigentlich ein gutes Buch ist, aber dass Dinge hineingekommen sind, die verfälscht sind. Wir respektieren das Buch, wir schmeißen es nicht auf den Boden, wir schmeißen es nicht in die Mülltonne, wir nehmen es nicht auf die Toilette und lesen es auf der Toilette oder irgendwas. Weil wir dieses Buch ehren für das Richtige, was in dem Buch von Allah subhanahu wa ta'ala drin ist. Okay? Aber zur selben Zeit, weil Allah sagt in Sure 2, Vers 285, was sagt er dort? Er sagt, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Ja? Er sagt, der Gesandte und die Gläubigen, was machen die? Die glauben alle an das, was zu ihm herabgesandt worden ist. Also der Prophet glaubt an das, was zu ihm herabgesandt worden ist. Ja? Und dann sagt er danach, und die Gläubigen, also er und die Gläubigen, sie glauben an Allah, an die Engel, an die Bücher. Zu den Büchern gehört die Tora. Zu den Büchern gehören die Schriften der Propheten, der anderen Propheten. Zu den Büchern gehört das Evangelium. Aber was sagen wir dazu? Allah sagt in Sure 2, Vers 75, das ist Surat al-Baqarah, die Kuh, Vers 75, أَفَتَتْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيكٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَمْ يَعْلَمُونَ. Wollt ihr ihnen Glauben schenken? Ja, von den Leuten der Schrift. Hier, ihr Gläubigen, wollt ihr ihnen Glauben schenken, wo ein Teil von ihnen, eine Gruppe von ihnen, das Wort Allahs gehört hat und dann wissentlich entstellt hat, verstanden hat und dann wissentlich entstellt hat? Dann Sure 2, Vers 79, das heißt Sure Baqarah,
die Sur, die Kuh, zweites Kapitel im Koran, Vers 79. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. So wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dies ist von Allah, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Ja? Dann sagt beispielsweise, dann sagt dazu, dann in Sure 5, Vers 48, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. Das heißt, wir haben das Buch zu dir, den Koran, in Wahrheit herabgesandt, O Mohammed. Ja? Als Bestätigung von dem, was vor dir herabgesandt worden ist, wie Evangelium Tora, und Muhaiminin alayhi, das heißt ein Richter darüber. Jemand, der das Richtige von dem Falschen unterscheidet. Und hier sagt Ibn Abbas, das ist Hadith Nummer 7363 in Sahih al-Bukhari. Ja, 7363 in Sahih al-Bukhari. Ja, das ist das Kapitel, das Festhalten an der Sunna. Sagt er, كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إلى على محمد أحدث تقرؤونه محدا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كلا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هذا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. Das heißt, er sagt, wie kommt es, ihr fragt die Leute von Ahlul Kitab nach einer Sache, wo das Buch, was zu Mohammed herabgesandt wurde, neuer ist. Das heißt, ja, du hast das Alte Testament, du hast das Neue Testament und du hast das Neueste Testament, der Koran. Warum fragt ihr sie jetzt noch etwas? Und dieses Buch, sagt er, hat euch schon gesagt. Ja, ihr lest es rein, ohne dass ein Fehler hineingekommen ist. Und dieses Buch sagt euch schon, dass die Leute von Al-Kitab Dinge verändert haben, verdreht haben und haben mit ihrem eigenen Hand Dinge geschrieben, die nicht dazugehören, haben gesagt, das ist von Allah, um einen geringen Preis zu erkaufen. Das heißt, der Koran, die Sunna sagt ganz klar, es gibt verfälschte Dinge dort drin. Das heißt, wir sagen, in der Bibel gibt es drei Kategorien von Sachen. Erstens, Kategorien von Sachen, die der Koran und die Sunna bestätigen. An diese Dinge glauben wir. Dann Dinge, die vom Koran und der Sunna widerlegt werden. Die vom Koran und der Sunna widerlegt werden, wo der Koran und der Sunna dagegen spricht. Zum Beispiel Genesis 32, wo steht Jakob ringt mit Gott und gewinnt. Ja? Da sagen wir, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Sure 5, Vers 16. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ ابْنَ مَرْيَمُ. Sprich, die sind ihnen ungläubig geworden, die sagen, Allah ist Gott ist der Messias, der Sohn der Maria. Kul, فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Sprich, wer kann gegen Allah etwas ausrichten, wenn er den Messias, der Sohn der Maria und seine Mutter und allesamt auf Erden auslöschen will? Wer kann ihn aufhalten? Rhetorische Frage, keiner. Weil Allah subhanahu wa ta'ala Macht über alle Dinge hat. Und sich niemand in den Weg stellen kann. So, solche. Dann gibt es die dritte Sache von Dingen, wo wir sie weder bestätigen, noch der Lüge bezichtigen, wo wir sagen nichts dazu. Hier sagt der Prophet, alaihissalatu wassalam, La tusaddiku ahli kitabi wa la tukadzibuhum wa kulu amanna billahi wa ma unzil. Sag nicht, wenn jemand von den Leuten der Schrift, Juden und Christen zu dir kommen und sagen, das stimmt oder das steht in der Bibel und so weiter. Sag nicht, das ist eine Lüge und sag nicht, das ist richtig, sondern sag, wir glauben an das, an Allah und das, was er herabgesandt hat. Das heißt, wenn es von Allah ist, dann glauben wir dran, aber wir können nicht diese Aussage glauben. Jetzt, was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel zu ihrer Authentizität? Hier steht in Jeremia 8, Vers 8 steht, wie könnt ihr sagen, ihr seid weise und das Gesetz Gottes sei bei euch? Ja, was ist das Gesetz Gottes? Wie zum Beispiel in der Tora. Wie könnt ihr sagen, ihr seid weise, das Gesetz Gottes ist bei euch? Ja, aber der Lügengriffel, der Schreiber hat es zur Lüge gemacht. Das heißt, in der Bibel selber wird darauf hingewiesen, dass Fehler hineingekommen sind. Ja, deswegen, wenn diese Information, die ich jetzt präsentiere, was in der Bibel steht, zum Beispiel zu Erbrecht und so weiter, Zeugnis einer Frau. Ich erwähne diese Sache nicht,
um die Bibel zu kritisieren, sondern wir sagen, wir glauben an das, was Allah herabgesandt hat. Ja? Und wenn es von Allah war, vielleicht zu einer Weisheit zur damaligen Zeit, ist es von Allah. Wir lästern nicht darüber, wir schimpfen nicht darüber. Aber was wir sagen ist, wie ist es zum Beispiel, dass kritisiert wird im Islam, dass die Schwester die Hälfte vom Bruder erbt? Und ich habe schon gesagt, woran es liegt. Warum? Weil der Mann die ganzen finanziellen Verpflichtungen hat und die Frau nicht. Also kriegt er auch mehr, wie bei der Arge, ganz einfaches Beispiel. Ja? Der mehr finanzielle Verpflichtungen hat, kriegt auch mehr Geld, logischerweise. Wenn du ein Kind hast, kriegst du nicht mehr Geld als jemand, der 10 Kinder hat, weil du mehr finanzielle Verpflichtungen hast. Du hast die finanzielle Verpflichtung, deine Kinder zu versorgen. Der Mann hat in der Familie die Verpflichtung, die Frau zu versorgen, die Kinder zu versorgen, seine Mutter zu versorgen und so weiter und so fort. Die Leute, die niemanden haben. Das hat die Frau nicht. Die Frau hat dieses Geld einzig und allein für sich und kann damit dann Urlaub in Mallorca machen oder so. Ja? Je nachdem. Ihr wisst schon, wie ich das meine mit Mallorca, ne? Okay. Das heißt, es nachher wieder Pierre Vogel sagt, Muslimen sollen Urlaub in Mallorca machen oder so. Ne? Ihr kennt das ja schon. So, jetzt fangen wir an mit dem Erbrecht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Christ sagt, und das Witzige, der Witz an der Sache ist, das hörst du immer von missionarischen Gruppen. Missionarische Weltuntergangssekten, die kommen immer mit, ja guck mal, du arme Muslimen, guck mal im Islam, dein Bruder erbt das Doppelte von dir. Ist das nicht unfair? Guck mal, wir haben eine schöne Religion. Ja? Numeri. Oder wir fragen, was würde er denn sagen, wenn in der Bibel steht, dass die Schwester, wenn sie einen Bruder hat, wie viel erbt? Nichts. Zero. Im Islam steht, die arme Frau kriegt nur die Hälfte vom Bruder. In der Bibel steht, Numeri 27, Vers 8, die Schwester, wenn sie einen Bruder hat, kriegt sie gar nichts geerbt. Das heißt, laut nach diesem Maßstab sagen wir dann, nimm Islam an. Aber Entschuldigung, aber wenn sie keinen Bruder hat, dann erbt sie. Aber wenn sie keinen Bruder hat, dann erbt sie. Aber, dann steht in Numeri 36, Vers 6 bis 8, dass sie dann nur noch in ihrem eigenen Stamm heiraten darf. Ja? Zum Beispiel, sie kommt aus Anatolien, dann darf sie nur noch aus Anatolien heiraten. Oder sie kommt aus Nador in Marokko, sie darf nur noch aus Nador heiraten, beispielsweise. Ich meine, das kennen wir ja leider auch unter Muslimen. Ne? Ja, nein, den darfst du nicht heiraten. Der kommt nicht aus deinem Land und aus deinem Dorf. Ja? Ein Muslim, mashallah, praktiziert die Religion. Ja, aber Problem ist, der hat leider nicht dieselbe Nationalität. Und von dieser Krankheit, Leute, müssen wir uns langsam mal befreien. Allah sagt im Koran, ja, Ya ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Das heißt, O ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen erschaffen, euch zu Völkern und Stämmen gemacht, auf das ihr euch gegenseitig kennenlernt. Wahrlich, der Edelste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Wahrlich, der Edelste unter euch, nicht der Edelste unter euch ist der Türke, Chinese, Deutscher, Indianer, Winnetou oder irgendwas, sondern der Edelste ist der Gottesfürchtigste. Ja? Und dann sagt er nachher, innamal mu'minuna ikhwa, wahrlich, die Gläubigen sind Brüder, sind Geschwister. Al-Muslimu achul Muslim, der Muslim ist der Bruder des Muslims. So, das dazu. Dann das nächste ist, dann wird gesagt, die Frau, die Zeugenaussage der Frau ist nur die Hälfte wert von der Zeugenaussage des Mannes. Wir sagen erstmal, das ist nicht richtig. Weil im Koran ist das nicht so. Sondern in einem bestimmten Fall, was finanzielle Transaktionen gibt, so ist es dort so, beispielsweise. Aber nicht in jeder Sache. Aber wir sagen jetzt beispielsweise, was ist denn, wenn es in der Bibel Fälle gibt, wo das Zeugnis der Frau überhaupt nicht gilt? Was ist denn dann? Guck mal bei dir, du arme Muslimin, Fatima, Aisha, Zainab, wie du auch immer heißt, bei euch im Islam, Zeugnis. Ja, Alhamdulillah, habe ich weniger Verantwortung. Alhamdulillah, habe ich weniger Verantwortung, könnte die Schwester sagen.
Was ist denn, wenn in der Bibel, wenn es Fälle gibt, wo das Zeugnis der Frau gar nichts gilt? Und die haben wir in Deuteronomium 22, 14 bis 21. Dort ist der Fall, dass eine Frau einen Mann heiratet. Sie heiratet einen Mann. Und dann sagt der Mann danach, sie war keine Jungfrau gewesen. Was passiert dann? Sie war keine Jungfrau. Sie sagt, doch, ich war Jungfrau. Er sagt, nein, die war keine Jungfrau. Was passiert jetzt? Jetzt steht dort, wenn sie keine Beweise für ihre Unschuld bringt, ja, Vers 21, soll sie vor das Haus ihres Vaters geführt werden und gesteinigt werden. In Zweifel für den Angeklagten. Ne? Das heißt, wenn sie keinen Beweis für die Unschuld bringt, soll sie gesteinigt werden. Ja, bring mal einen Beweis für deine Unschuld. Herzlichen Glückwunsch. Wird wahrscheinlich nicht allzu einfach sein, ne? Nach der Hochzeitsnacht, dem zu beweisen, dass du Jungfrau gewesen bist vor der Hochzeitsnacht, ne? So. Und im Islam haben wir in diesem Fall Fälle, wo das Zeugnis von einer einzelnen Frau das Zeugnis von drei Männern überwiegt. Zum Beispiel in Sure 24, Vers 4. Was steht dort? Dort steht, wenn ein Mann eine Frau der Sina beschuldigt und er bringt keine vier Zeugen, was soll dann passieren? Dann soll er mit 80 Peitschenhieben bestraft werden. Und nie mehr wird ein Zeugnis von ihm angenommen werden. Das heißt, so wird die Ehre der Frau geschützt. Vier Zeugen muss er bringen. Und das muss er erstmal schaffen. Und in der Geschichte des Islams gibt es kein einziges Beispiel, ja, wo irgendjemand vier Zeugen bringen kann. Wie willst du vier Zeugen bringen? Kannst du mir mal erklären, wie du vier Zeugen dafür bringen willst, dass eine Frau Unzucht begangen hat? Wie soll das denn funktionieren? 80 Peitschenhiebe. Jetzt der Ehemann. Der Ehemann kommt jetzt zum Thema Ehrenmord. Der Ehemann kommt rein, Sure 24, Sure Nur, Vers 6. Der Ehemann kommt rein ins Zimmer, erwischt seine Frau mit einem anderen Mann. Apropos Ehrenmord. Was ist dann? Wenn er seine Frau beschuldigt, dass sie Sinna Unzucht begangen hat, was ist dann? Dann, und die Frau sagt, nein, stimmt nicht. Dann hebt sie das Zeugnis von ihm auf. Und es ist folgendermaßen, dass er dann viermal schwören muss, innahu min as-sadiqin, dass er zu den Wahrhaftigen ist, und das fünfte Mal, annallah natallahi alayhi in kana min al-kadhibin, dass der Fluch Allahs über ihm ist, wenn er zu den Lügnern gehört. Und die Frau macht auch so einen Schwur, viermal, dass sie die Wahrheit spricht, dass sie keine Unzucht begangen hat, und das fünfte Mal, dass radaballah auf ihr ist, dass der Zorn Allahs auf ihr ist, wenn sie gelogen hat. Das heißt, in dem einen Fall, bei einem fremden Mann, hebt das Zeugnis der Frau das Zeugnis von drei Männern auf, ist also so viel wert wie das Zeugnis von drei Männern, die kriegen sogar alle 80 Peitschenhiebe, weil sie die Frau beschuldigt haben. Bei dem anderen Fall, ja, hebt das Zeugnis der Frau das Zeugnis ihres Ehemannes auf. Wenn natürlich Ehrenmord zum Islam gehören würde, würde natürlich dann da stehen, ja, wenn deine Frau erwischt, dann schlage den Kopf ab, beispielsweise dann verbuddel sie im Wald, ne? Ja, aber das wird ja immer erzählt, ja, dann kommt hier Nejla Kelik und sagt, ja, natürlich ist das vom Islam, warum passiert das denn immer bei den Muslimen? Ja? 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 Was ist denn mit der katholischen Kirche, ja? Ist das auch vom Christentum? Kinderschänderei und so weiter. Ja? Aber nicht, dass ihr denkt, die schämen sich nicht, ja? Frau Kelek, weißt du, was die jetzt gemacht hat? Also die scheint echt nicht mehr ganz gar gebacken zu sein, ja? Die hat original jetzt gesagt, ja, was meinen Sie, was in den Moscheen passiert? Hör mal, da geht doch echt der Blutdruck durch die Decke, ne? Die lässt ja keine Lüge aus. Boah, oh Allah, leite sie recht oder vernichte sie. Amen. Ja, echt, bewahre uns vor ihrem Übel, subhanallah. Und da kriegt natürlich viel Applaus. Da freuen sich alle Leute. Endlich mal eine, die die Wahrheit sagt. Jedes Mal, wenn die was über Islam erzählt, fängt die mir irgendwie mit der Türkei an. Ja, bei uns in Anatolien und so weiter. Was interessiert mich Türkei oder Anatolien? Oder was weiß ich hier, Indonesien oder Saudi-Arabien oder irgendwas. Islam ist Qala Allah, Qala Rasulullah.
Allah sagt, der Gesandte sagt, Islam ist nicht, hat der oder der Türke gemacht, hat der Araber gemacht, hat der Marokkaner gemacht, hat der oder der gemacht. Wenn das bei Christen ist, ist es immer sehr offensichtlich. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Adolf Hitler hat Menschen abgeschlachtet ohne Ende, ja, obwohl er ja getauft gewesen ist, da kommt keiner auf die Idee zu sagen, ja, guck mal die Christen, die nordamerikanischen Indianer, denen haben sie einen Skalp gemacht. Ja, man hört immer im Internet, ihr wisst das ja, ne, die Filme, die Western-Filme, die kennt ihr ja, ne? Habt ihr schon was vom Skalp gehört? Skalp? Ja? Wisst ihr, was es ist? Hier, da wird einem, dass die Indianer den Weißen die Kopfhaut abgezogen haben. Davon habt ihr immer was gehört, ne? Aber wisst ihr, woher das kommt? Das kommt, weil die Weißen den Indianern die ganze Haut vom Körper abgezogen haben. Davon hat aber noch nie jemand was gehört. Südamerika. Oh, wie viele Leute sind dort umgebracht worden? Wie viele Indianer? Und wie sind sie versklaven? Kolonisationskriege und so weiter. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, waren alles die Muslime schuld gewesen. Guck mal, wir sagen nicht, das liegt an einer vererbten Boshaftigkeit der Christen. Nur, wenn einer so bescheuert ist und kommt mit irgendeiner Tat von einem Muslim, der mit dem Islam nichts zu tun hat, ja, wie hier Hatun Sürücü, die Schwester, die getötet wurde in Berlin, ja, von ihrem Bruder. Und dann guckst du den Bruder an, wie ist er aufgefallen, der strenge Muslim. Das wird dann in den Medien so gesagt, ja, weil er so ein strenger Muslim ist, hat er seine Schwester umgebracht. Wer ist zur Polizei gegangen? Seine Freundin. Der strenge Muslim hatte eine Freundin und der Lebensstil der Schwester hat ihm nicht gefallen. Da denkst du doch wirklich, du bist im falschen Film, oder? Der strenge Muslim. Ja, so wird man hier für doof verkauft. Auf jeden Fall weiter im Text. Ja? So, dann. Polygamie. Im Islam, Sure 4, Vers 3 steht, فَنْكِحُوا مَتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا. Ja? Heirat von den Frauen, was euch gut schippt. 2, 3 oder 4. Und wenn ihr Angst habt, nicht gerecht sein zu können, dann nur eine. Guck mal, du Arme, das kann doch nicht richtig sein. Warum? Warum darfst du denn nicht 4 Männer heiraten? Oder 8? Erstmal, über dieses Thema, die Weisheiten, die dahinter stecken, könnte ich lange reden. Über die Weisheiten, die dahinter stecken, könnte ich lange reden, könnte ich eine halbe Stunde drüber reden. Ja? Eine Weisheit ist beispielsweise, dass dies eine Möglichkeit ist. Erstmal ist es keine Pflicht. Es ist nirgendwo verpflichtend, dass man 2, 3 oder 4 Frauen heiratet. Nein, es ist nirgendwo verpflichtend. Sondern es ist eine Möglichkeit. Und der Islam ist eine Religion. Jetzt habe ich über 4 Frauen geredet, dann gehen die Frauen schon laufen. Ja. Die waren nur Spaß gewesen, ich ist auch ein bisschen. Jedenfalls. Sauer? Hey, komm zurück. Jedenfalls, in der Geschichte der Menschheit sehen wir, und das ist auch heute noch so, in Deutschland gibt es 4 Millionen mehr Frauen als Männer. In anderen Ländern noch mehr. Männer haben eine geringere Lebenserwartung als Frauen. Ja, wir sehen, es werden ungefähr gleich viele Männer und Frauen geboren, aber die Männer haben eine höhere Säuglingssterblichkeit, die Jungs. Und vieles mehr. Wir sehen in Kriegsfällen, 90% der Opfer sind Männer. Gefängnisinsassen, 90% der Gefängnisinsassen sind Männer. Das heißt, man hat es in den meisten Fällen immer so, dass es mehr Männer gibt als Frauen. Und es ist keine Pflicht, dass man das macht, sondern es ist eine Möglichkeit, es ist eine Option. Ich kann euch sagen, heutzutage hier in Deutschland, ja, ich kann euch sagen, es gibt so viele Frauen, die sind seit 10 Jahren auf der Suche nach einem Mann. Einmal geheiratet, geschieden, pup, danach nichts mehr. Die ist vielleicht 40 Jahre alt, die findet keinen Mann mehr. Warum? Normalerweise könnte sie einen Mann heiraten, der schon verheiratet ist, da könnte sie auch noch Kinder kriegen und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist eine Option. Was ist im Kriegsfall? Zur damaligen Zeit, das ist eine Option, der Islam ist für alle Zeiten und für alle Orte. Für alle Zeiten und für alle Orte. Und
Es gibt Situationen, wo das einfach eine Option ist, die günstig ist für die Gesellschaft. Weil dadurch, dass ein Mann vier Frauen heiraten kann, kann sich zum Beispiel eine Bevölkerung, die durch ein bestimmtes Ereignis, Naturkatastrophe, Kriege etc., eine Bevölkerungszahl, die vermindert wurde, kann sich schnell wieder aufbauen. Aber wenn eine Frau vier Männer heiratet, gibt es diesen Vorteil nicht. Sie kann nur einmal schwanger werden, kann sich von vier Männern gleichzeitig schwanger werden. Ich habe auch übrigens noch keine Frau gesehen, die gerne vier Männer heiraten will, aber okay. Also ich hab zumindest nicht die Erfahrung gemacht. Mir wird die Frau das natürlich auch nicht erzählen, ja, aber trotz alledem. Ja, das ist der Punkt. Das heißt, in manchen Situationen ist das günstig. Und der beste Beweis ist der Zweite Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Frauen von Bonn einen Antrag bei der Bundesregierung gestellt, dass eine Frau einen Mann heiraten darf, der schon verheiratet ist. Ganz klar. So, wer hat den Schaden? Die erste Ehefrau hat den Schaden. Einen psychologischen Schaden. Aber im Islam gibt's eine Regel. Ja? Das heißt, man schaut, ob der Schaden und der Nutzen, inwieweit der Nutzen dem Schaden überwiegt. In dieser Sache hat die zweite Ehefrau einen größeren Nutzen als die erste Ehefrau, weil sie hätte ihn nicht geheiratet und sie muss vorher wissen, ob er schon verheiratet ist, wenn es nicht einen großen Nutzen für sie hätte. Der Ehemann hat auch einen Nutzen und die Gesellschaft einen Nutzen und die Frau hat einen psychologischen Schaden, weil sie eifersüchtig ist. Kann einem gefallen oder nicht? Wie gesagt, ich könnte darüber noch eine halbe Stunde reden. Über die ganzen. Es geht ja nicht um Polygamie heute. Das ist nur ein Beispiel. Aber wenn einer damit kommt und sagt, guck mal im Islam, guck mal da, mehrere Frauen hin und her. Und man muss halt einfach als Frau gucken, dass man einen Mann heiratet, der sagt, ich will halt keine zweite Frau heiraten und der sein Versprechen auch hält. Inshallah. Jedenfalls, der zweite Punkt ist, und dann sagen wir, was ist denn in der Bibel, wenn du dort zum Beispiel in 1. Könige 11, Vers 3 liest, dass Salomon, Suleiman, der Prophet, 1000 Frauen hatte, laut Bibel. Dass Abraham mehrere Frauen hatte, dass Moses mehrere Frauen hatte, dass David mehrere Frauen hatte, dass Jakob mehrere Frauen hatte, dass viele Propheten mehrere Frauen hatten. Haben die Propheten eine Sünde gemacht? Nein. Und Martin Luther war der Meinung, dass Polygamie mit der Bibel vereinbar ist. Und die Juden haben bis zum 16. Jahrhundert Polygamie praktiziert. Das heißt, dass ein Mann oder vielmehr Polygynie, dass ein Mann mehrere Frauen heiraten darf. Polygamie ist allgemein mehr Ehe. Ja? Das haben sie bis zum 16. Jahrhundert praktiziert. Nur wir sagen, der Islam ist perfekt bis zum jüngsten Tag. Es gibt nicht, ja, heute machen wir so, morgen machen wir so und dann können wir noch was ändern, weil das Gesetz von Gott ist. In Sure 5, Vers 3 sagt Allah, El-Yoma ekmeltu lekum dinakum, heute habe ich eure Religion vervollkommnet. Punkt. Das ist der Wille von Gott. So. Jetzt wird natürlich jemand sagen, Herr Vogel, Sie bringen die ganze Zeit Sachen aus dem Alten Testament. Numeri, Deuteronium und so weiter und so fort. Aber ich glaube an das Neue Testament. Das hört man oft. Erstmal ist das Quatsch. Weil das Neue Testament baut auf dem Alten Testament auf und es wird sogar dort aus dem Alten Testament zitiert. Und laut Bibel, ja, und laut Katechismus und laut Glaubenslehre von Katholiken und Protestanten muss man daran glauben, dass das Alte Testament das inspirierte Wort Gottes ist. Wo man sich unterscheidet, ist, was das Alte Testament genau ist. Denn die Katholiken glauben an 7 sogenannte deuterokanonische Schriften, an die Protestanten nicht glauben. Das heißt, die haben sozusagen für die Muslime 7 Suren mehr in ihrer Bibel, ja, als Beispiel. Wo die Protestanten sagen, nee, die sind unauthentisch. Okay, aber im Prinzip müssen sie daran glauben. Das heißt, sie müssen glauben, dass Gott diese Gesetze herabgesandt hat. So, sagst du jetzt, das, was Gott herabgesandt hat, war falsch? Das kannst du nicht sagen. Und zweitens, ja, wenn du das sagst, also müsste er sagen, das, was Gott herabgesandt hat, war falsch. Das, was die Propheten gemacht haben, war falsch. Und zweitens, in Matthäus 5, Vers 16 und 17 steht, dass Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu verändern, sondern zur Vollendung. Und kein einziges Gesetz wird sich ändern. Und wer nur ein Gesetz ändert und die Menschen danach lehrt,
der wird im Himmelsreich der Geringste genannt werden. Jesus hat kein Schweinefleisch gegessen. Warum? Weil es im Alten Testament verboten ist. Levitikus 11, Vers 7, Schweinefleisch verboten, zu berühren und zu essen. Jesus war beschnitten. Lukas 2, Vers 21. Warum? Weil das mit Abraham gekommen ist. Welcher Christ ist heute beschnitten? Welcher Christ isst heute kein Schweinefleisch? Das heißt, wir Muslime, und das sage ich ganz laut für die Christen, die hier sind, wir sind die wahren Folger von Jesus. Denn Jesus war beschnitten, Jesus hat kein Schweinefleisch gegessen und Jesus hat nicht zu sich selber gebetet, sondern Jesus hat zu demjenigen gebetet, der ihn erschaffen hat. Matthäus 26, Vers 39. Und er ging 3 Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Wie hat er gebetet? Mit dem Gesicht auf dem Boden, wie Abraham gebetet hat, wie Moses gebetet hat, wie die Propheten gebetet haben. Und wir folgen diesen Propheten, weil sie unsere Vorbilder sind. Alhamdulillah. Und deswegen sollte sich jeder fragen, will man der Kirche folgen oder will man Jesus folgen? Und wenn man Jesus folgen will, dann bleibt einem nichts anderes übrig, außer den Islam anzunehmen. Weil der Islam die Wiedererscheinung der Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form ist. So, erstmal das. Und dann sieht man, dass das Alte Testament, das Neue Testament bezüglich der Rolle der Frau dieselben Regeln aufstellen und auf das Alte Testament zurückgreift. Unterordnung der Frau. Wo steht zum Beispiel 1. Timotheus 2, Vers 11? Ja, genau, 2, Vers 11. Dort steht, dass die Frau lehre in Stille. Die Frau lehre in Stille. Ja? Dass eine Frau lehrt, das heißt Lehrerin ist, Dozentin ist, oder über einen Mann herrscht, erlaube ich nicht. Sie sei in Stille. Denn, dann geht's weiter, denn der Adam wurde nicht verführt, sondern die Frau wurde verführt. Und dann steht weiter, aber die Frau dadurch, dass sie Kinder gebärt, durch die Schmerzen, die sie dabei leidet, ja, wird sie auch Heil erlangen. Dann gehst du zum Alten Testament, Genesis 3, Vers 16, dort steht, dass Gott, dass die Geschichte von Adam und Eva, dass Eva Adam verführt hätte, vom falschen Baum zu essen. Und dann, Gott kommt dann dort an, in 1. Moses 3, also Genesis 3, und geht durch den Paradiesgarten, stapft durch den Paradiesgarten und sagt, Adam, wo bist du, Adam, wo bist du? Also Gott sucht Adam, ja. Und dann findet er ihn nachher, Adam ist dann rausgekommen, hat sich nicht mehr versteckt. Wie gesagt, kann man ruhig nachlesen, Genesis 3, kann man sich die ganze Geschichte durchlesen. Und dann sagt er zu der Frau, dass sie, weil sie den Mann verführt hat, Schmerzen bei der Geburt bekommen wird. Das heißt, dass die Schmerzen, die die Frau bei der Geburt hat, eine Bestrafung von Gott ist. Und deswegen haben die christlichen Gelehrten es verboten, in der Vergangenheit, dass die Frau Betäubung bekommt bei der Geburt, weil sie gesagt haben, diese Schmerzen sind Gott gewollt. Ja? Das heißt, das ist absichtlich eine Strafe für die Frau wegen Eva. Allah sagt im Koran, لَتَزِرُ وَازِرَةٌ بِسْرَ أُخْرَى. Keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen. Und der Islam sagt, eine Frau, die die Schmerzen hat, jeden Schmerz, den ein Muslim hat, werden ihm die Sünden vergeben. Und deswegen ist die Geburt der Frau, ja, was sie mit Geduld erträgt, eine Möglichkeit, dass ihre Sünden ausgelöscht werden. Und jeder Muslim, der irgendein Problem hat, der wahren Glauben an Allah hat, egal was ihm passiert, und so weiter, ja, alles, was einen Muslim trifft, hätte sogar ein Dorn, der ihn sticht, also jede Sünde, die ein Muslim hat, jeder Schmerz, so wird Allah ihm dadurch Sünden abziehen, subhanallah, wenn er das mit Geduld erträgt. Das ist keine Bestrafung. Das ist eine Möglichkeit und kann eine Gnade werden für die Frau. Und im Islam hat nie jemand gesagt, dass es verboten ist, Betäubungsmittel oder sowas in dieser Richtung, Narkose zu benutzen und solchen Dingen. Ja? So das dazu. Dann, was das Kopftuch angeht. Wir hören jetzt im Moment immer diese dämliche Diskussion, das Kopftuch, ein Zeichen der Unterdrückung der Frau. Ich will gerne fragen, wirklich, ganz ehrlich, wir haben heute so viele Frauen mit Kopftuch hier, Alhamdulillah. Und das freut mich sowieso, weil ich sage euch eins, für euch Frauen, ihr müsst Mut haben. Ihr Frauen mit Kopftuch,
Ihr seid der Beweis für den Islam, dass der Islam angekommen ist. Ihr seid ein Stempel. Ihr müsst stolz sein. Glaubt es mir, wenn ich durch die Stadt gehe und ich sehe Frau mit Kopftuch und so weiter, in bestimmten Stadtteilen, da freue ich mich. Weil ich einfach sehe, Alhamdulillah, hier ist Islam angekommen. Deswegen seid stolz auf euer Kopftuch. Seid stolz, dass ihr die Religion repräsentiert. Und jede Frau, die heute hier ist, der sage ich, die noch kein Kopftuch trägt, gehöre du auch dazu. Alhamdulillah. So, jetzt wird immer erzählt, Zeichen der Unterdrückung. Ich frage euch, fühlt ihr euch durch das Kopftuch vom Islam unterdrückt? Vielleicht ist ja jemand hier. Ist hier jemand, der das aus Unterdrückung trägt? Ich habe es bisher nie erlebt. Im Gegenteil. Es ist immer so, dass die Frau, die anfängt, Kopftuch zu tragen, Probleme kriegt mit den eigenen sogenannten Muslimen. Mensch, warum muss ich so schwarz anziehen? Und warum jetzt Gesichter? Und warum so weite Kleidung? Kannst du nicht so ein bisschen so ein Pop-Kopftuch anziehen? Ja, so Kopftuch hier so rund, dann so ein bisschen so eine schöne enge Jeans an, damit es so ein bisschen modern aussieht. Da kommen dann bestimmt viele Leute zum Islam. Was für ein Quatsch. Ach, ist subhanallah, die Frau, die läuft 16, 17, 18 Jahre rum wie weiß ich nicht, Jennifer Lopez in ihren besten Zeiten. Kein Mensch interessiert sich dafür. Plötzlich fängt die an, sich Kopftuch zu tragen. Auf einmal sind alle empört. Hey, was ist los mit dir? Was passiert? Gestern warst du in der Disco gewesen. Hör mal. Warum? Warum so extrem? Ey, übertreib mal nicht. Übertreib doch nicht. Man muss doch nicht übertreiben. Ich sehe, der Mann lässt sich ein Bart wachsen. Mensch. Du musst Gillette kaufen. Warum musst du? Sei doch nicht so extrem. Man muss doch nicht so extrem sein. Was für extrem? Extrem bin ich, wenn ich mich jeden Morgen rasieren muss, subhanallah. Es ist doch Arbeit. So kann ich alle paar Monate mal so gehen, so ein Spiegel. Handlänge kann man nicht kurz. Okay, guck ich mal. Ah, hier ist schon wieder ein bisschen was raus. Guck ich so. Und dann mache ich zum Beispiel so. Ich kann dich natürlich auch länger wachsen lassen als Beispiel. Ist doch einfacher, oder? Dann, wenn ich mit meinem Sohn Spaßkämpfe mache, kann er mich am Bart ziehen und so. Beispielsweise. Okay, hat jetzt nichts mit Kopftuch zu tun, aber ist ja sozusagen das Kopftuch des Mannes, ne, der Bart. Sozusagen. Ne? Ja. Naja. So, dann fragt man sich jetzt, wo kommt dieses Konstrukt her, dass das Kopftuch ein Zeichen der Unterwerfung der Frau sei? Woher kommt dieses Bild her? Und die Antwort ist, dieses Bild kommt aus der Bibel. Denn in 1. Korinther, Kapitel 11, ja, dort steht, dass eine Frau, die prophetisch redet oder betet und ihr Haupt nicht bedeckt, ihr Haupt schändet. Es ist so, als wenn sie ihr Kopf rasieren würde. Ein Mann darf sein Haupt nicht bedecken, guck jetzt, weil er Abbild und Abglanz Gottes ist. Das heißt, wir haben Gott und der Mann ist hier. Der Mann ist Abbild und Abglanz Gottes. Die Frau aber, steht dann weiter, ist nur Abglanz des Mannes. Ja? Die Frau soll nicht für den Mann erschaffen worden, sondern der Mann soll nicht für die Frau erschaffen worden, sondern die Frau für den Mann. Deswegen soll die Frau mit Rücksicht auf die Engel das Zeichen der Vollmacht auf dem Haupte tragen. Das heißt, hier wird ganz klar gesagt, die Frau trägt das Kopftuch, weil der Mann trägt keins, weil er Abbild und Abglanz Gottes ist. Die Frau ist nur Abglanz des Mannes. Das heißt, sie ist dem Mann untergeordnet und deswegen trägt sie dieses Kopftuch. Und dann steht weiter, mit Rücksicht auf die Engel soll sie das Zeichen der Vollmacht auf dem Kopf tragen. Hier kommen die Bibel-Spezialisten und sagen, in Genesis 6 steht, Genesis 6, ja, dort steht, dass sich die Söhne Gottes auf die Erde geguckt haben und in die Frauen der Menschen verliebt haben. Ja? Und deswegen geht es zurück, das heißt, mit den Söhnen Gottes sind hier die Engel gemeint. Deswegen soll die Frau mit Rücksicht auf die Engel das Zeichen ihrer Vollmacht auf dem Kopf tragen,
weil die Engel sich in die Frauen verliebt haben. Das ist das, was einige erklären hierzu. Wie gesagt, ich habe diese Punkte nur gebracht, wie gesagt, in keinster Weise, um irgendwie den christlichen Glauben zu diffamieren. Klar, natürlich, was unehrliche Missionare und so angeht, ja, die kriegen immer von mir einen Seitenhieb. Weil natürlich, ich muss mich einfach ein bisschen über die lustig machen, weil ich kann es einfach nicht fassen, wie jemand so hinterhältig sein kann und beispielsweise mit dem Erbrecht im Islam kommt und bei ihm im Buch steht, in Nummer 27, Vers 8, dass die Frau gar nichts erbt. Das ist für mich einfach lächerlich.